und damit willkommen zu Let's Play Electronic Superjoy. Ich habe dieses Spiel vor einiger Zeit mal ein paar Videos gesehen und hatte es seitdem länger im Auge und jetzt habe ich das Spiel mal im Rabatt aufgelesen. Es hat einige Ähnlichkeiten zu Super Meat Boy. Ich hoffe nur, dass es nicht so nervig ist, weil ich habe Super Meat Boy sehr schnell weggelegt. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit Welt 1. Welcome. Your best time. Okay, ich habe noch gar nicht gespielt, ich habe wie gesagt nur Videos gesehen. Du hast einen Arm verloren. In den Disco-Kriegen von 1515. Du hast ein Auge verloren. In dem Krieg von Rock'n'Roll. Du hast beide Beine verloren. Als du DJ Deadly Skills besiegt hast. Und jetzt hast du deinen gesamten Arsch verloren. An einen bösen Zauberer. Dies ist die Geschichte deiner Rache für deinen Arsch. Also die Story ist schon sehr bescheuert. Oh, ach, mit Falt? Okay, die Steuerung ist sehr seltsam. Oh la la. Die Story ist sehr seltsam und die Musik ist sehr lustig. Und so schnell kann man sterben. Warte, Das gefällt mir nicht so richtig. Das ist auf die falsche Tastatur eingestellt. Das ist auf Ami-Tastatur eingestellt. Ja, das ist auf Ami-Tastatur eingestellt. Ich stelle das gleich um. Ich versuche das jetzt erstmal so. Also so eigentlich nicht. Ich versuch's jetzt auch einmal so. Okay. Das versuche ich jetzt auch mal. Optionen. Rebind Controls. So. Okay, das ist jetzt etwas sehr seltsam gewesen. Ja, wir wissen's. Wir wollen Rache für unseren Arsch. So, ich habe das jetzt auf Y gelegt, weil... Viel besser. Ich garantiere übrigens nicht, dass ich dieses Spiel durchspiele, weil es später sehr schwierig wird. Oh. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Alter! Schöner Tag, aber okay. Ich habe das Gefühl, es hängt nicht so zusammen. Also bei dem Spiel überlege ich mir schon den Soundtrack zu holen, weil der echt geil ist. Geh weg. Da ist der Ausgang. Oh, jetzt bewegt sich das Level auch mit. Oh. War so nicht geplant.
Oh, wie die immer stöhnen, wenn man wiederbelebt wird. Oh yeah. Oh. Verstehe. Das war nicht geplant. Yes. Hilfe, wir werden mit Hakenkreuzen beschossen. Okay. Ach, die Pfeile funktionieren nur einmal, genau. Mann, das wollte ich gar nicht. Yes. Da hab ich ein Hakenkreuz getroffen. Super, nein! Nein! Fuck. Ich versuche instinktiv ganz schnell zu sein, wegen diesem blöden Level, das mir folgt. Setz mich nicht unter Druck. Nein, warum nicht? Also. Oh, ja, stimmt, das geht auch. Muss ich das hier gut finden? Also farbentechnisch stört mich das jetzt so ein bisschen. Nein! Oh, yeah.
Da habe ich nicht weit genug gesprungen. Was? Oder muss ich das irgendwie anders... Ach so. Oh. Was? Und das war jetzt gerade ein bisschen zu schnell für mich. Verstehe. Muss ich ein bestimmtes Portal nehmen? Portale machen das Ganze ein bisschen... Die verdrehen die Sache immer so. Oh, ein Stern. Schon, es wäre so ein Stern wieder, aber es war nur zum Springen. Was? Oh Gott. Ach, Moment, da rutsche ich drauf aus. Okay, aber wenn ich springe, verliere ich meine Geschwindigkeit. Oh, yeah. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Ha! Läuft doch. Oh nein! Raketen! Du kannst Raketen mit X zerschlagen! Tschüss! Was ist hier? Oh nein! Mir gefällt das nicht. Kann ich den überhaupt zerstören? Das würde mich jetzt interessieren. Aber das Spiel ist extrem lustig! Das ist nicht so wie bei Super Meat Boy, einfach weil Super Meat Boy ist die Musik nicht so cool. Ich glaube, ich kann das Ding zerstören, ne? Bei Super Meat Boy hat mich schon, da habe ich nicht mal den ersten Boss geschafft, weil das mich einfach nur noch aufgeregt hat. Und go down, man. Aber wo muss ich? Was? Ach so, warte, ich lebe noch. Sag das doch. Also die Raketen können offenbar durch alles durch, ne? Halt außer ich smashe sie. Oh,
Aber die Musik ist geil. Aber ich hab doch X gedrückt. Ja, das ist auch egal, wenn ich da sterbe. Nein! Yes. Was?